Hallo zusammen! Wie ihr im Titel gelesen habt, geht es heute um Juwelkerzen. Da habe ich ja schon eine Menge von verbrannt. Die mir auf Instagram und Facebook folgen, die haben das gemerkt, weil ich poste immer dann, wenn ich eine abgebrannt habe, den Ring oder die Ohrringe. Wie gesagt, entweder Instagram oder Facebook. Und Juwelkerze war so lieb und hat mir angeboten, dass ich mir nochmal 3 Kerzen aussuchen darf. Zum Vorstellen für euch. Am Ende gibt es auch eine Verlosung, also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich durfte mir 3 Kerzen aussuchen. Und ich habe, also eigentlich konnte ich mir nur 2 Kerzen aussuchen, weil als mein Mann die E-Mail gelesen hat, war schon eine Kerze für ihn reserviert. Also habe ich mir 2 Kerzen noch ausgesucht. Und die erste ist Frohe Weihnachten. Juwelkerze ist, wer Juwelkerze nicht kennt, obwohl ich das ja fast gar nicht glauben kann mehr, weil dazu habe ich ja, glaube ich, schon 2 Videos gemacht und letztens habe ich gerade nochmal wieder erwähnt, Juwelkerze sind Duftkerzen, die kommen in so einem ganz schicken Glas, entweder eben ein großes Glas oder ein kleines Glas, je nachdem, ob man zum Beispiel Ohrringe sich aussucht oder einen Ring. Die Brenndauer der jeweiligen Kerze ist zwischen 60 und 120 Stunden, also echt eine ganz lange Zeit, je nachdem natürlich, wie groß die Kerze ist. Und nach bummelig 10-15 Stunden kommt ihr, hier unten ist ein silbernes Säckchen, so ein Alusäckchen mit eingepflanzt. Nee, eingepflanzt klingt irgendwie blöd, ne? Also die sind per Hand gemacht, jede einzelne Kerze, und da ist einfach so eingelassen vielleicht, ne? Da ist ein Schmuckstück eingelassen. Das hat einen Wert von 10 bis 250 Euro. Und ihr müsst die, wie gesagt, ungefähr 10 bis 15 Stunden abbrennen lassen, bis das Wachs bis hier unten flüssig ist. Und dann lässt sich das Schmuckstück ganz einfach mit einer Pinzette rausnehmen. Das zeige ich euch dann nachher gleich. Ich wollte euch nur einmal kurz vorstellen, welche Kerzen ich habe. Und dann machen wir im Prinzip so einmal Schnipp und dann habe ich definitiv 2 Kerzen so weit runtergebrannt, dass wir uns die Schmuckstücke angucken. Vielleicht sogar alle 3, das muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall Frohe Weihnachten, duftet nach, das ist mir sofort in den Sinn gekommen, Marzipan. Ich habe ja mal ein Video gedreht, wo meine Mutter Marzipankartoffeln macht nach so einem ganz alten Rezept. Und das ist der typische Geruch nach Marzipan. Ich weiß nicht, ob das Rosenwasser ist vielleicht. Sie benutzt Rosenwasser für die Marzipankartoffeln. Auf jeden Fall ist auch so ein bisschen vanillig. Ich hatte jetzt gedacht, dass das vielleicht nach Tanne riecht. Aber nach Tanne, also da müsst ihr keine Angst haben, nach Tanne riecht es überhaupt nicht. Das ist wirklich süß. Es ist, ja, also vanillig, eine vanillige Marzipankartoffel. So würde ich den Geruch beschreiben. Riecht für mich total lecker. Dann kommen wir zu dem zweiten, die ich mir ausgesucht habe. Also da ist ein Ring jetzt drin und hier sind Ohrringe drin. Und dann habe ich mir warmer Bratapfel ausgesucht. Komm her, geh runter. Knack. Und die riecht tatsächlich. Ich habe letztens so Crumble Apple gemacht, also praktisch Äpfel mit so Streuseln obendrauf. Oder wenn ihr Apfelmus einkocht. Es riecht wirklich original nach einem Apfel, der aus der Bratröhre kommt. Ist sehr gut getroffen, der Geruch. Auch überhaupt nicht irgendwie künstlich oder sowas. Jetzt kommen wir zu Heiko Salm. Er sagte sofort, ich möchte die gebrannten Mandeln haben. Ja, also ich finde, rein äußerlich finde ich die auch am wenigsten ansprechend durch diese Farbe. Jetzt für mich persönlich. Und auch geruchstechnisch muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat da noch gar nicht dran geschnuppert. Die riecht tatsächlich nach Mandeln, aber ich finde, da fehlt so ein bisschen die Süße. Da könnte ruhig noch ein Schubs Zucker mit rein, so ein Zuckergeruch irgendwie. Weil gebrannte Mandeln sind ja doch sehr süß. Und das fehlt mir so ein bisschen, diese Süße. Aber ich habe ihm schon gesagt, die kann er in sein Zimmer stellen und abbrennen. Und von daher, und die liegt auch relativ weit oben, das Schmuckstück. Von daher, da kommen wir bestimmt ganz gut dran. Und dann werde ich auf jeden Fall, ich denke, ich mache dann die kleine hier, damit wir einen Ring und einmal Ohrringe haben. Und es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Sorten aktuell.
Also gerade diese Weihnachtssorten, es gibt auch noch Vanillekipferl, da habe ich auch noch gedacht, oh, die hätte sie auch noch gern gehabt. Vanillekipferl, Lebkuchenmann, glaube ich, irgendwie hieß sie, dann irgendwie Kokosmakronen, da war doch noch eine, ach, heißer Glühwein oder sowas, die klangen auch alle sehr spannend. Oh, achso, und süße Zuckerstange. Also es gab echt, ich hätte im Prinzip das ganze Sortiment gerne einmal gehabt. Aber ich freue mich schon über diese drei Kerzen. Vielen Dank nochmal, Juwelkerze, dass ich die testen darf nochmal und vorstellen kann und dass ich eben sogar eine Kerze verlosen darf. Aber wie gesagt, dazu kommen wir zum Schluss. Jetzt werde ich die einmal abbrennen. Vielleicht sollte ich noch zum Preis was sagen. Die kleineren Kerzen kosten 19,95 und die größeren 24,95. So im Verhältnis, ne? Aber wie gesagt, da habt ihr Ohrringe. Wenn ihr Löcher habt, habt ihr da kein Problem, dass es nicht passen könnte. Beim Fingerring ist eben immer so eine Sache, ne? Passt da nicht. Aber man hat ja 5 verschiedene Finger. Ich hatte bisher immer Glück, dass irgendwo hat es gepasst und ansonsten hat sich jemand anders darüber gefreut. Meine Mutter oder eine Freundin. Und aktuell gibt es auch noch einen ganz tollen Adventskranz zu bestellen mit 4 Kerzen. Die sind direkt mit dabei. Und das Video verlinke ich euch einmal unten in der Infobox und einmal direkt hier. Dazu habe ich nämlich bereits ein Video gedreht, da könnt ihr auch gerne einmal reinschalten. Und ja, jetzt würde ich einmal sagen, wir machen Schnipp und dann sehen wir uns, also für euch jetzt gleich, für mich in ein paar Tagen wieder. So, ihr seht, mein warmer Bratapfel ist ordentlich runtergebrannt. Ich puste den mal aus. Und schön ist hier auch zu erkennen, dass sie sehr gleichmäßig abbrennt. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier so einen Berg haben und die eine Seite überhaupt nicht abgebrannt ist. Und kennt ihr sicherlich von einigen Kerzen, dass sie sehr uneben abbrennen oder innen eben eine Kuhle ist. Und das habe ich bei Juwelkerze bisher noch nicht gehabt. Die brennen immer recht gleichmäßig ab. Ich habe extra mal ein paar Ringe umgebunden, die alle aus Juwelkerzen sind. Da haben wir hier einmal 3 Stück. Und auf der anderen Seite trage ich 4, weil das hier sind nämlich 2 ganz filigrane. Ups, ich muss im Bild bleiben. Und der mittlere, dieses, ich sag mal, leichte Dreieck, das war der, der bei meinem Mann in der gebrannten Mandelkerze drin war. Auch schön, ne? So, und jetzt machen wir einmal, ich bin ja auch neugierig, die Ohrringe. Na, komm her. Die befreien wir hier mal. Oh, ist ein Riesenpäckchen. Kommt mir irgendwie zumindest ziemlich groß vor. So, das ist immer das Nervigste, finde ich. Jetzt hätte ich irgendwie eine zweite Pinzette gebraucht. Aber wir schaffen das irgendwie, ne? Es riecht aber jedenfalls gut. Auch wenn es ein bisschen unschön jetzt aussieht, vor allen Dingen diese rote Farbe. Mann, das ist aber gut eingepackt. So. Da haben wir das Tütchen. Kommt raus. Das sind auch ganz zarte Ohrringe. Die hängen fest. Moment, ich habe ja eine Schere hier. Bist du nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. So, nehmen wir mal das blöde Tuch hier weg. Ich mir die mal auf die Hand. Vielleicht könnt ihr sie dann ganz gut erkennen. Ja, kleine, zarte, violett-silberne Ohrringe. Von der Farbe her ja absolut meins. Lila, wisst ihr. Aber mir dann doch ein Tick zu klein. Ich habe das dann gerne ein bisschen größer. So, und wo ich hier schon so ein Schweinkram mache, gucke ich einfach mal, wie weit die andere Kerze ist. Aber die habe ich heute erst angezündet.
So, wollen wir hoffen, dass das nicht schon einer ist, den ich habe. Bei den ganzen Kerzen, die ich schon hatte. Oh, seht ihr? Und das ist genau, das ist ähnlich wie dieser hier. Das ist so absolut meins. Und der sieht sehr klein aus. Das finde ich richtig gut. Komm her, schnibbel die Schnappel. Machen wir den hier mal ab. Hier könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ach, wie süß. Warum trägt man den? Der hier ist es. Ist der nicht schön? Oh mein. Das wäre echt so einer, so wie dieser auch, wo ich im Laden echt stehen bleiben würde und überlegen würde. Nimmst du ihn dir mit? Ich weiß nicht, ob man den so rumträgt. Oder doch eher so rum. Auf jeden Fall mit dieser Blüte oder dem Sternchen. So schön. Der gefällt mir richtig gut. Da habe ich echt Glück gehabt. Also für mich persönlich jetzt. Guck mal. Bling, bling, bling. Diamonds are the girl's best friend. Tada! Ja, ich habe meine Weihnachtsmütze wieder auf und ich weiß, es gibt tatsächlich welche, die haben darauf gewartet. Aber natürlich trage ich sie auch dieses Jahr wieder in meinen Videos, zumindest zu dieser Jahreszeit. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr bestimmt alle am spannendsten erwartet, und zwar die Verlosung von Juwelkerze. Und dafür möchte ich einmal wissen, welches Schmuckstück aus meinen drei Kerzen, die ich jetzt heute in diesem Video befreit habe, gefällt euch persönlich am besten? Und welche Kerze im Shop würdet ihr gewinnen wollen? Welche spricht euch gleich am ehesten an, vielleicht vom Namen her, dass ihr denkt, ja, das wäre genau mein Duft? Das würde mich auch nochmal interessieren und vielleicht kommt dann genau diese Kerze bald zu euch nach Hause. Und weitere Infos schreibe ich euch unten in die Infobox, bis wann das Gewinnspiel läuft und pipapo, das übliche Kleingedruckte sozusagen. Und Juwelkerze war auch noch so nett, mir einen 10% Gutscheincode auszustellen für euch. Der ist natürlich auf das gesamte Sortiment einsetzbar und auch auf den Adventskranz. Ja, das erste Lichtlein darf bald brennen, ist nicht mehr so lange hin. Und die Kerzen kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Erstmal riechen sie wirklich klasse. Die duften ganz, ganz toll. Und das mit dem Ring ist natürlich nochmal ein zusätzliches Goodie. Wir alle wissen, dass richtig hochwertige Duftkerzen, von denen man keine Kopfschmerzen bekommt, einfach ihr Geld kosten. Dann kommen die in einem ganz schicken Glas. Das kann man säubern und auch nochmal zum Beispiel, um Pinsel reinzustellen. Dann tut ihr unten so kleine Kügelchen oder sowas rein. Gibt es ganz günstig überall zu kaufen. Die lassen sich danach super weiterverwenden, diese dickwandigen Kerzengläser. Die sind echt schön. Die muss man danach nicht in den Müll schmeißen. Und das Highlight ist natürlich der Schmuck in jeder Kerze. Ihr habt selber gesehen, was für tolle Ringe da rauskommen. Und ich möchte echt wetten, dass sich die Beschenkte auf jeden Fall über so eine Kerze freuen würde. Da könnt ihr, also ich meine, Frauen und Duftkerzen geht immer, Frauen und Schmuck geht auch irgendwie immer. Und da kann man nicht so wirklich viel falsch machen, denke ich mal. Und wer weiß, vielleicht hat diejenige dann auch Glück und hat einen 250-Euro-Ring drin. Ist mir persönlich leider noch nicht passiert, aber wer weiß. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit stehen die Sterne vielleicht günstig dafür. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir ordentlich unten in die Kommentare, welche Kerze ihr euch aussuchen würdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!